Menschliche Wesen sind ungeheuer anpassungsfähig, und bis zur Mittagszeit hatte sich das Leben um Arthur Dents Haus herum bereits wieder normalisiert. Es war Arthurs allseits anerkannte Rolle, platschend im Matsch zu liegen und gelegentlich nach seinem Anwalt, seiner Mutter oder einem guten Buch zu verlangen. Es war Mr. Prosses allseits anerkannte Rolle, Arthur ab und zu mit neuen Finden zu attackieren, etwa der für das öffentliche Wohl rede oder der die Entwicklung des Fortschritts rede oder der auch mir haben sie eines Tages das Haus abgerissen, aber das Leben geht weiter rede und mit verschiedenen anderen Schmeicheleien und Drohungen. Und es war die allseits anerkannte Rolle der Bulldozerfahrer, rumzusitzen, Kaffee zu trinken und Gewerkschaftssatzungen ins Spiel zu bringen, um mal zu sehen, was sich aus der Situation finanziell rausschlagen ließ. Die Erde bewegte sich langsam auf ihrer täglichen Strecke. Die Sonne trocknete den Matsch, in dem Arthur lag. Wieder wanderte ein Schatten über ihn weg. Hallo, Arthur, sagte der Schatten. Arthur sah auf und erkannte in die Sonne blitzend zu seinem Erstaunen Ford Prefect über sich stehen. Hallo, Ford, wie geht's dir? Prima, sagte Ford. Sag mal, hast du viel zu tun? Ob ich viel zu tun habe, rief Arthur. Tja, ich muss bloß vor all diesen Bulldozern und so liegen, weil sie mir sonst das Haus abreißen, aber ansonsten? Nö, nicht besonders. Warum? Ironie ist auf BTGs unbekannt und Ford Prefect nahm sie oft nicht wahr, es sei denn, er passte sehr auf. Er sagte: Gut, kann ich irgendwo mit dir reden? Was? Fragte Arthur Dent. Ein paar Sekunden lang schien Ford keine Notiz von ihm zu nehmen und starrte gebannt in den Himmel wie ein Kaninchen, das unbedingt von einem Auto überfahren werden möchte. Dann kauerte er sich plötzlich neben Arthur hin. Ich muss unbedingt mit dir reden, sagte er eindringlich. Okay, sagte Arthur, rede. Und ein Trinken, sagte Ford. Es ist ungeheuer wichtig, dass wir miteinander reden und einen trinken. Und zwar jetzt. Wir gehen in den Pub im Dorf. Wieder guckte er zum Himmel hinauf, nervös und erwartungsvoll. Hör mal, kapierst du eigentlich nicht? Schrie Arthur. Er zeigte auf Prosser. Der Kerl da will mein Haus abreißen. Ford sah ihn verdutzt an. Ja und? Kann er das nicht auch, wenn du weg bist? Fragte er. Aber ich will das nicht. Ach so. Sag mal, was ist eigentlich mit dir, Ford? Fragte Arthur. Nichts, nichts ist mit mir. Hör mal zu, ich muss dir unbedingt das Allerwichtigste erzählen, was du je gehört hast. Ich muss es dir unbedingt jetzt sofort erzählen und ich muss es dir unbedingt im Horse and Groom erzählen. Aber wieso denn? Weil du einen kräftigen Schluck nötig haben wirst. Ford starrte Arthur an und Arthur stellte erstaunt fest, dass seine Willenskraft allmählich nachließ. Er hatte keine Ahnung, dass das auf ein altes Kneipenspiel zurückzuführen war, das Ford in den Hyperraumhäfen des madranitischen Minendistrikts des Sternensystems von Orion Beta gelernt hatte. Das Spiel war dem Erdenspiel Indianischer Ringkampf nicht unähnlich und wurde folgendermaßen gespielt. Die zwei Gegner saßen sich an einem Tisch gegenüber, jeder hatte ein Glas vor sich stehen. Zwischen ihnen stand eine Flasche Young's Geist, der in dem alten Bergwerkslied von Orion unsterblich besungen wird: O gib mir nichts mehr von dem alten Young's Geist, nein, gib mir nichts mehr von dem alten Young's Geist, denn mein Kopf, der wiegt, meine Zunge lügt, mein Auge fliegt und ich werd verrückt, ach, gieß mir noch einen ein von diesem Teufels Young's Geist. Jeder der beiden Spieler musste dann seinen ganzen Willen auf die Flasche konzentrieren und versuchen, sie zum Kippen zu bringen und Schnaps in das Glas des Gegners zu gießen, den dieser dann trinken musste. Die Flasche wurde dann wieder gefüllt. Das Spiel begann von neuem und von neuem. Wenn man mal angefangen hatte zu verlieren, verlor man wahrscheinlich weiter, denn eine der Wirkungen des Youngs-Geistes war, die telepsychischen Kräfte herabzusetzen. Sobald eine vorher festgelegte Menge gekippt war, musste der endgültige Verlierer zur Strafe etwas tun, was normalerweise etwas ganz schweinig-biologisches war. Ford Prefect war normalerweise aus Verlieren aus. Ford starrte Arthur an und er dachte so langsam, dass er vielleicht doch ins Horse and Groom gehen wollte. Aber was ist mit meinem Haus? Fragte er kläglich. Ford guckte zu Mr. Prosser rüber und da ging ihm plötzlich ein boshafter Gedanke durch den Kopf. Er will dein Haus abreißen? Ja, er will eine Umgehungs- und er kann nicht, weil du vor seinem Bulldozer liegst. Ja, und ich denke, wir werden da was machen können, sagte Ford. Verzeihung, rief er. Mr. Prosser, der mit einem Sprecher der Bulldozerfahrer darüber diskutierte, ob Arthur Dent eine Bedrohung ihrer seelischen Gesundheit darstelle oder nicht, und wie viel sie dafür bekämen, wenn das der Fall wäre, drehte sich um. Er war erstaunt und auch ein bisschen irritiert, dass Arthur inzwischen Gesellschaft hatte. Ja, bitte, rief er, ist Mr. Dent doch noch zur Vernunft gekommen? Können wir für den Augenblick mal voraussetzen, rief Ford, dass er das nicht getan hat? Na und, seufzte Mr. Prosser. Und können wir ebenfalls mal voraussetzen, sagte Ford, dass er den ganzen Tag hier liegen bleiben wird? Und alle ihre Leute den ganzen Tag rumstehen und nichts tun können? Könnte sein, könnte sein. Okay, wenn sie sich sowieso damit abgefunden haben, dann müssen sie ihn hier doch nicht die ganze Zeit liegen haben, oder? Was? Sie brauchen ihn doch nicht unbedingt hier, sagte Ford geduldig. Darüber dachte Mr. Prosser nach.
Nein, nicht unbedingt, sagt er. Brauchen würde ich nicht sagen. Prosser war das nicht geheuer. Er dachte, einer von ihnen dächte nicht gerade sehr logisch. Ford sagte, wenn Sie also einfach mal annehmen, er wäre eigentlich hier, dann könnten er und ich uns doch schnell mal auf eine halbe Stunde in den Pub verziehen. Wie finden Sie das? Mr. Prosser fand das komplett verrückt. Das hört sich sehr vernünftig an, sagte er in beruhigendem Ton und fragte sich, wen er wohl zu beruhigen versuche. Und wenn Sie dann später auch auf einen kleinen Schluck abhauen wollen, sagte Ford, können wir ja die Stellung so lang für Sie halten. Vielen herzlichen Dank, sagte Mr. Prosser, der inzwischen überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie er sich verhalten sollte. Vielen herzlichen Dank, ja, sehr freundlich von Ihnen. Er runzelte die Stirn, dann lächelte er, dann versuchte er beides zugleich, schaffte es nicht, griff nach seinem Pelzhut und drehte ihn unablässig auf seinem Kopf rum. Er konnte sich nur vorstellen, er habe gerade gesiegt. Bitte, fuhr Ford Prefect, wenn Sie eben mal hier rüberkämen und sich hinlegten. Was? Sagte Mr. Prosser. Oh, ich bitte um Verzeihung, sagte Ford. Vielleicht habe ich mich jetzt nicht deutlich genug ausgedrückt, aber irgendjemand muss doch jetzt vor den Bulldozern liegen, nicht wahr? Sonst würde sie ja nichts davon abhalten, in Mr. Dents Haus hineinzufahren. Was? Sagte Mr. Prosser schon wieder. Es ist ganz einfach, sagte Ford. Mein Klient, Mr. Dent, sagt, dass er aus dem Matsch hier nur unter der Bedingung aufsteht, dass Sie herkommen und ihn ablösen. Was redest du denn da? Sagte Arthur, aber Ford gab ihm mit einem leichten Fußtritt zu verstehen, dass er den Schnabel halten solle. Sie möchten, sagte Mr. Prosser und führte sich diesen neuen Gedanken nochmal vor Augen, dass ich rüberkomme und mich dahin lege. Ja. Vor den Bulldozer. Ja. Anstelle von Mr. Dent. Ja. In den Matsch. In den Matsch, Sie sagen es. Sobald Mr. Prosser klar wurde, dass er schließlich doch der Verlierer war, hatte er das Gefühl, ihm falle eine Zentnerlast von den Schultern. Das war die Welt, wie er sie kannte. Er seufzte. Und dafür gehen Sie mit Mr. Dent rüber in den Pub? So ist es, sagte Ford. Genau so ist es. Mr. Prosser machte ein paar nervöse Schritte vorwärts und blieb wieder stehen. Ehrenwort, sagte er. Ehrenwort, sagte Ford und drehte sich zu Arthur um. Los, sagte er zu ihm, steh auf und lass diesen Menschen sich hierher legen. Arthur stand auf. Er hatte das Gefühl, er befinde sich in einem Traum. Ford nickte Prosser zu, der sich traurig und unbeholfen in den Matsch setzte. Mr. Prosser hatte das Gefühl, sein ganzes Leben sei so etwas wie ein Traum, und manchmal fragte er sich, wer ihn gerade träume und ob der Träumer sich wohl amüsiere. Der Matsch legte sich um seinen Hintern und seine Arme und quoll ihm in die Schuhe. Ford sah ihn streng an. Und nicht etwa heimlich Mr. Dents Haus abreißen, während er weg ist, verstanden? Sagte er. Nicht mal der Gedanke daran, knurrte Mr. Prosser, als er sich zurücklegte, würde mir auch nur im Entferntesten in den Sinn kommen. Er sah den Vertreter der Bulldozerfahrergewerkschaft näher kommen, ließ den Kopf zurücksinken und schloss die Augen. Er versuchte, seine Argumente zu ordnen, um zu beweisen, dass er nun nicht selber eine Bedrohung ihrer seelischen Gesundheit darstelle. Er war sich da absolut nicht sicher. Sein Kopf schien voller Geräusche zu sein, Pferdegetrappel, Rauch und Blutgeruch. Das passierte immer, wenn er sich mies oder übertölpelt vorkam, und nie hatte er sich das erklären können. In einer hohen Dimension, von der wir nicht das Geringste wissen, brüllte der mächtige Kahn vor Wut. Mr. Prosser aber zitterte nur ein bisschen und wimmerte. Hinter seinen Lidern fühlte er, wie ihn ein paar Tränen zwickten. Bürokratische Spitzfindigkeiten, wütende Leute im Matsch, undefinierbare Fremde, die unbegreifliche Demütigungen austeilten, und eine unbekannte Reiterarmee in seinem Kopf, die ihn auslachte. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Ford Prefect wusste, dass es so egal war wie 6 oder ein halbes Dutzend, ob Arthurs Haus nun abgerissen würde oder nicht. Arthur war noch immer sehr besorgt. Können wir ihm denn auch trauen? Fragte er. Ich für meinen Teil würde ihm bis ans Ende der Welt trauen, sagte Ford. Na klar, sagte Arthur, aber wie weit ist das noch weg? Ungefähr 12 Minuten, sagte Ford. Los, komm, ich brauche einen Drink. Folgendes ist der Enzyklopädie Galactica über Alkohol zu entnehmen. Da steht, dass Alkohol eine farblose, leicht verfliegende Flüssigkeit ist, die durch Vergären von Zucker entsteht und auf bestimmte Bioform auf Kohlenstoffbasis giftig wirkt. Auch der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis erwähnt den Alkohol. Da steht, der beste Drink, den es gibt, ist der pangalaktische Donnergurgler. Da steht, die Wirkung eines pangalaktischen Donnergurglers ist so, als werde einem mit einem riesigen Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen. Der Anhalter gibt einem auch Auskunft darüber, auf welchen Planeten die besten pangalaktischen Donnergurgler gemixt werden, wie viel man über den Daumen gepeilt dafür bezahlen muss und welche freiwilligen Organisationen einem hinterher wieder auf die Beine helfen. Der Anhalter verrät einem sogar, wie man ihn sich selber mixen kann. Man nehme den Inhalt einer Flasche alten Youngsgeist, heißt es da, man füge einen Teil Wasser aus den Meeren von Santraginus 5 hinzu, oh, dieses santraginesische Meerwasser, heißt es da, oh, diese santraginesischen Fische. Man lasse 3 Würfel arcturanischen Mega-Gin in der Mischung zergehen,
Sie muss gut gefroren sein, sonst verfliegt das Benzin darin. Nun lasse man 4 Liter falianisches Sumpfgas hindurchperlen, zur Erinnerung an all die glücklichen Anhalter, die vor Freude in den Sümpfen von Falia starben. Über einen umgedrehten Silberlöffel lasse man nun einen Teil qualaktinischen Hyperminzextrakt tröpfeln, der nach allen dunklen, zur Kopf steigenden qualaktinischen Zonen duftet, zart, süß und mystisch. Man werfe den Zahn eines algolianischen Sonnentigers hinein. Schaut zu, wie er sich auflöst und sich die Feuer der algolianischen Sonne tief im Herzen des Drinks verteilen. Ein Spritzer Samphur, zum Schluss eine Olive. Trinken. Aber sehr vorsichtig. Der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis verkauft sich etwas besser als die Enzyklopädie Galactica. 6 Gläser Helles, sagte Ford Prefect zum Barmann in Horse and Groom. Und ein bisschen Dully, die Welt geht gleich unter. Der Barmann im Horse and Groom verdiente keine solche Behandlung, er war ein würdiger alter Mann. Er schob seine Brille auf der Nase zurecht und sah Ford Prefect blinzelnd an. Ford nahm keine Notiz von ihm und starrte aus dem Fenster. Also sah der Barmann Arthur an, der hilflos mit den Schultern zuckte und nichts sagte. Der Barmann sagte: Ach wirklich, Sir, prima Wetter für sowas, und machte sich ans Zapfen der Biere. Dann versuchte er es nochmal. Sehen Sie sich das Spiel heute Nachmittag an, Sir? Ford drehte sich zu ihm um. Nein, hat keinen Zweck, sagte er und guckte wieder aus dem Fenster. Was denn? Ausgemachte Sache für Sie, Sir? Fragte der Barmann. Arsenal ohne Chance? Nein, nein, sagte Ford. Es ist nur, dass die Welt gleich untergeht. Oh ja, Sir, das sagten Sie, sagte der Barmann und guckte über seine Brille, diesmal zu Arthur rüber. Glück für Arsenal, wenn's stimmt. Ford sah ihn wieder an, aufrichtig erstaunt. Nein, er zog die Stirn kraus. Der Barmann atmete hörbar ein. So, bitteschön, Sir, 6 Helle, sagte er. Arthur lächelte ihn verlegen an und zuckte erneut die Schultern. Er drehte sich um und lächelte verlegen ins Lokal, einfach für den Fall, dass jemand zugehört hatte. Das hatte aber keiner und darum begriff auch keiner, warum er sie anlächelte. Ein Mann, der neben Ford an der Bar saß, sah die beiden Männer an, sah die 6 Gläser Helles an, machte schnell eine kleine Überschlagsrechnung im Kopf, kam zu einem Ergebnis, das ihm gefiel, und schenkte ihnen ein dämliches, hoffnungsvolles Grinsen. Denkste, sagte Ford, die sind für uns, und warf dem Mann einen Blick zu, der selbst einen algolianischen Sonnentiger dazu gebracht hätte, sich wieder um seinen eigenen Kram zu kümmern. Ford knallte eine 5-Pfund-Note auf die Bar. Er sagte, der Rest ist für Sie. Was, von einem Fünfer? Vielen Dank, Sir. Ihm bleiben noch 10 Minuten, es auszugeben. Der Barmann hielt es fürs Beste, sich erstmal eine Weile beiseite zu gehen. Ford, sagte Arthur, würdest du mir bitte mal sagen, was zum Teufel eigentlich los ist? Trink aus, sagte Ford, du musst die 3 Biere noch schaffen. 3 Bier? Fragte Arthur, zur Mittagszeit? Der Mann neben Ford grinste und nickte fröhlich. Ford übersah ihn. Er sagte, die Zeit ist eine Illusion, die Mittagszeit erst recht. Sehr tiefsinnig, sagte Arthur, das solltest du an Readers Digest schicken. Die haben da extra eine Seite für Leute wie dich. Trink aus. Warum denn 3 Bier und so schnell? Zur Muskelentspannung, die wirst du noch brauchen. Muskelentspannung? Muskelentspannung. Arthur glotzte in sein Bier. Habe ich heute irgendwas verkehrt gemacht? Sagte er. Oder war die Welt schon immer so und ich war bloß zu sehr mit mir beschäftigt, um's zu bemerken? Okay, sagte Ford, ich werde es dir zu erklären versuchen. Wie lange kennen wir uns jetzt? Wie lange? Dachte Arthur. Ungefähr 5 Jahre, vielleicht 6, sagte er. Die Zeit kam mir eigentlich ganz normal vor. Okay, sagte Ford. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzählte, dass ich gar nicht aus Guildford bin, sondern von einem kleinen Planeten irgendwo in der Nähe von Bitteges? Arthur zuckte unentschlossen mit den Achseln. Weiß ich nicht, sagte er und trank einen Schluck Bier. Warum solltest du denn sowas sagen? Ford gab's auf. Sich damit rumzuquälen war jetzt wirklich müßig, wo die Welt sowieso gleich unterging. Er sagte bloß, trink aus. Er fügte völlig ernst hinzu, die Welt geht gleich unter. Arthur lächelte wieder verlegen ins Lokal. Die Lokalgäste sahen ihn finster an. Ein Mann machte ihm ein Zeichen, dass er gefälligst aufhören sollte zu lächeln und sich um seinen eigenen Kram kümmern. Heute muss Donnerstag sein, sagte sich Arthur und beugte sich tief über sein Bier. Mit Donnerstagen kam ich noch nie zu Rande.